Hallo, willkommen zurück zur Stoic Challenge Dark Souls 3 mit Karacho durch den Erdmantel in den Erdkern und da lachen wie ein Wahnsinniger wegen entspannter. Jetzt muss ich tatsächlich lachen. Okay, ihr seht, wir sind zurück in der Halle der religiösen Fanatiker, die wir alle niedergemetzelt haben. Und nachdem ich da letztes Mal endlos herumgerannt bin und dann auch noch mal off-camera, also zwischen der letzten Folge und dieser wiedergekommen bin und einmal eine Runde gemacht habe, finde ich jetzt gerade hier Klamotten, die ich übersehen habe. Die Nachrichten sind anders als letztes Mal, auch interessant. Die wechseln offenbar recht schnell. Ja, der Grund, warum ich nochmal hier bin, beziehungsweise, nee, andersrum. Wir fangen andersrum an. Ich habe während der Pause zwischen der letzten Folge und dieser ein paar lose Enden verknotet, denn das Ganze hier ist ja kein Walkthrough, in dem man alles sieht und alle Items gezeigt kriegt. Dafür gibt es andere Internetressourcen, da braucht ihr mich nicht für. Ich war unter anderem auf der Brücke oben, diese Brücke, die das Undead Settlement mit dem High Wall of Lothric verbindet, auf der dieser Drache lag, den wir immer wieder gesehen haben von unterwegs und auf der ich, als wir oben waren, dachte, hinter dem Drachen geht's weiter und das sparen wir uns für später auf. Und von unten hat man dann gesehen, das ist eine Sackgasse. Ich habe mir die Sackgasse angeguckt, es gab ein paar Titanite, so kleine Echsen, also die kleinen, ich weiß nicht, wie die heißen, Titanite Bugs, Titanite Käfer und ein paar Items, aber sonst nichts weiter Interessantes. Ich habe den Drachen auf dem High Wall of Lothric, den wir am Anfang gesehen haben und vor dem wir weggerannt sind, mit Pfeilen, mit vielen, vielen, vielen Pfeilen aus großer Entfernung, nicht getötet, das kann man offenbar nicht, sondern auf ungefähr 15-20% oder so seiner Health runtergecheased und dann ist er abgezogen. Und dann da alles eingesammelt. Da war ein Mimik und ein Haufen Items, aber sonst auch nichts weiter Interessantes. Und ich habe beim Schneiden, der Videos was gesehen, was, wenn es jetzt der Wahrheit entsprechen sollte. Wir haben ja hier noch das offene Ende, dass wir hier den oberen Stock in dieser Kirche haben und nicht wissen, wie wir da hinkommen. Und wenn ich jetzt beim Schneiden tatsächlich gesehen habe, wie man da hinkommt, dann muss ich gleich tatsächlich zwar nicht in den Erdkern einfahren, aber trotzdem sehr lachen. Aber erstmal müssen wir uns den Weg dahin freischaufeln. Jetzt machen die Priester hier ihre eigene Kirche kaputt. So, ansonsten sind wir ja soweit fertig und können dann jetzt durch die Katze durch. Ich hoffe, ich muss sie nicht auch gleich mit irgendwelchen geschwungenen Schwertern dran hin, mich umzunieten. Ah, so wie der hier versucht, mich umzunieten. Ach du Wurst. Das gibt's doch nicht! Da geht schon wieder gut los. Gleich wieder der Ember weg, weil ich weiß, also. Ich habe mit der Steuerung immer wieder meine Probleme. Ich habe jetzt ganz bewusst immer wieder Pausen gemacht, um den Steuerbuffer leer zu halten und er reagiert einfach nicht auf meine Angaben. Vielleicht liegt das daran, dass ich getroffen werde. Es ist wieder ein Ember weg, aber ich mache jetzt keinen neuen auf. Gibt's da nicht, dieses scheiß Riesenschwert. Ah, direkt zum Einstieg gleich mal gewisse Schwierigkeiten mit der stoischen Ruhe. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen wegkriegen. Denn wir haben ja einen Auftrag hier.
Auftrag ist nicht wild schimpfend im Erdkern anzukommen, sondern irre lachend. Mal gucken, ob wir es schaffen. So, jetzt kommt die Stelle, an der das irre Lachen vielleicht auch gleich einsetzt. Wenn ich nämlich hier... Scheiße. Geht es oder geht es nicht? Es geht nicht. Okay. Gut, gibt's ein irres Lachen jetzt aus einem anderen Grund. Es ist nur unwesentlich weniger breit, der Rand an der Seite als an der anderen, aber man fällt zu Tode. Gut, das ist insofern ganz interessant, als das dann auch die Frage klärt, ob man an der anderen Seite versuchen sollte, da drüber zu springen, an der Stelle, wo beim letzten Mal, vielleicht ist die Nachricht jetzt auch schon verschwunden, stand Takes Guts oder sowas. Jetzt, wo ich hier schon einmal durchgerannt bin, fällt mir natürlich auch auf, dass man natürlich hier diesen Black Knight auch umgehen kann. Ja, hätten wir das gerade schon bedacht, hätte ich meinen Ember noch. Holen wir auf jeden Fall die Seelen wieder und dann können wir endgültig aus der Kirche mal für den Moment abrauschen. Was anderes, was nennt... Das glaube ich jetzt nicht. Ich denke aber auch nicht mit. Die liegen natürlich oben. Oh, nee. Das ist nicht schön. Ja, das ist doch aber wie immer unerwartet. Egal, was man macht in diesem Spiel, das ist ja irgendwie immer alles unerwartet. Der Einstieg ist jetzt unerwartet frustrierend. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich hier jetzt entspannt rumlaufen kann und ein bisschen über das Thema, das ich mir ausgesucht hatte, reden. Das war soweit noch nichts. Aber das ist dann gleichzeitig interessanterweise auch das Thema, über das ich reden wollte. Auf eine Weise. Denn was das Spiel hier macht, ist ja mich bestrafen. Und das allgemein ist ein Thema, das auch sich mit diesem stoischen Prinzip und mit dem Lernen und mit dem Umgehen mit Rückschlägen verknüpft. Ob man da vielleicht runterspringen kann, aber nicht. Denn die interessante Frage ist ja, wenn man jemanden dazu bringen will, was zu lernen, und das will das Spiel ja zumindest, naja, was das Spiel will, ist nochmal eine eigene Thematik, aber das ist der Mechanismus, mit dem das Spiel uns dazu kriegt, weiter das Spiel zu spielen. Indem wir die ganze Zeit diese Erfolgserlebnisse haben, die mit dem Lernen verbunden sind. Und Lernen ist so ein ähnliches Thema wie, ich habe es jetzt schon mal erwähnt, oder schon zweimal sogar, ich war mal Wahrnehmungsforscher oder beschäftige mich mit Wahrnehmung. Und in der Wahrnehmung, das kennt jeder, der mal einen Statistik-Einführungskurs gemacht hat, jeder Mediziner weiß das, der Laie weiß das in der Regel nicht, ist ein ganz wichtiges Element, dass man nicht nur eine Sorte Fehler machen kann, sondern zwei. Ganz viele Dinge über Welt und Wahrnehmung versteht man nur, wenn man diese zwei Fehler auseinanderhalten kann. Und die zwei Fehler sind, man kann Dinge sehen, die nicht da sind, und man kann Dinge übersehen, die da sind. Das hört sich harmlos an, aber da folgt ganz viel draus, da will ich jetzt aber heute nicht drüber reden. Das sind in der Fachsprache sind das False Positives und False Negatives, also falsch positive und falsch negative Wahrnehmungen. Ich gehe zurück zum Bonfire. Und damit wir den Homeward bauen, den müssen wir jetzt nicht verschwenden. Und analog gibt es in der Lerntheorie, wo man irgendwie denkt, ja, Lernen, das funktioniert doch über Strafen und Belohnungen. Auch wieder so eine Aufschlüsselung, denn auch das stimmt nicht, auch das ist so einfach gedacht. Sondern was es gibt, sind positive Strafen, positive Belohnungen und negative Strafen und negative Belohnungen. Und die Begriffe sind ein bisschen verwirrend, weil positiv und negativ, also für uns klingt ja Belohnung und Strafe schon positiv und negativ, aber positiv und negativ hat in den Begriffen gar nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern es geht darum, eine positive Belohnung ist, wenn man etwas, was man haben will, bekommt. Eine negative Belohnung ist, wenn etwas, was einen stört, weggenommen wird. Also ja, bei Kindern, wenn man irgendwie
sie die ganze Zeit ausschimpft und dann, wenn sie endlich gemacht haben, was man will, dann hört man auf zu schimpfen und dann hat man dieses Schimpfen, diesen negativen Stimulus fürs Kind weggenommen. Das wäre eine negative Belohnung. Und insofern ist das natürlich dann doch ein kleines bisschen wertend, weil das natürlich schon irgendwie eine schlechtere Belohnung ist als eine positive. Außer natürlich, man nimmt was Negatives weg, was man nicht selber erzeugt hat. Im Fall vom Schimpfen ist es ja so, dass man erstmal künstlich die Welt schlechter macht und sie dann wieder verbessert als Belohnung. Und das ist natürlich so ein bisschen vergiftete Belohnung. Jetzt haben sie uns beide gesehen. Sehr, sehr schade. Weil die beiden ja eigentlich darauf gehen und diese anderen Monster da oben platt machen. Wäre ich mal nicht so vorlaut da rausgelaufen. Ja, es gibt diese vier Sorten Belohnung. Und es ist ja ein bisschen populärer geworden, würde ich sagen, in den letzten Jahren. Und man weiß auch aus psychologischer Forschung, dass das Lernen am besten funktioniert, wenn man positives Feedback gibt. Wenn man sagt, ja, das hast du toll gemacht. Ah, da ist dir was Schönes eingefallen. Das hast du toll gemalt. Wurm hast du toll totgeschlagen. Im Fall von diesem Spiel jetzt. Und das macht das Spiel natürlich auch. Positive Belohnung gibt es laufend. Das zum Beispiel ist eine positive Belohnung. Dieses Geräusch und dieser Stimulus der reinkommenden Seelen. Das ist in dem Fall eine positive Belohnung dafür, dass ich nichts mache. Dass ich mich jetzt zurückgehalten habe. Werde ich positiv bestärkt. Also, ich glaube, einer von denen ist hier irgendwie stecken geblieben. Ich weiß aber nicht wo. Er wird uns sicher nochmal wieder begegnen. Und dann gehen wir mal hier rauf. Ja, da wird geschnorchelt. Giftwolken haben eine schöne Farbe. Das ist eine Mischung aus Belohnung und Bestrafung. Wobei die Bestrafung war es ja nicht. Heftig. Haben wir eine angedrohte Bestrafung. Wenn du es normal machst, dann machen wir dir den Vergiftungsbalken voll. Okay, Schwertgras. Hier ging es gerade nach oben, wenn ich das richtig gesehen habe. Von unten, ja. So ist das. Das bringt aber gar nichts. Und hier macht der Dark Knight alle zur Schnecke. What the fuck? Was ist mit denen los? Was ich übrigens auch gemacht habe in der Zwischenzeit, ist alle meine angesammelten Upgrade-Goodies eingewechselt. Eieiei. Die sind ja deutlich unerfreulicher als die bisherigen Ulysseal-Bewohner, die uns so begegnet sind. Dafür gibt es dann auch einen Titanite-Schaden. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass die nicht respawnen. Vielleicht kann man das bei denen auch ernten, die Titanite-Shards. Die haben auch offensichtlich diesen Dark Knight fertig gemacht. Das ist ja an sich schon interessant. Und da drinnen wird Lärm gemacht. Bevor wir da reingehen, gucken wir nochmal hier. Was ist denn jetzt schon wieder los? Zählenden Schilde gar nichts. In dieser falschen Welt. Noch ein Schaden. Okay, immerhin gibt es das, ne, Thema Belohnung. Das ist natürlich eine Hauptform von Belohnung in diesen Spielen. Die eine Form ist diese Währung von Seelen, die da ausgeschüttet wird, aber die andere ist natürlich die Items, die man bekommt die ganze Zeit, auch wenn man Blackbuck Pellet in der Regel dann erstmal nicht weiß, wozu das gut ist, aber es wird schon irgendeinen positiven Sinn haben. Und in gewisser Form ist zum Beispiel ein Item wie Rubbish nur da, um durch Kontrast noch mehr Aufmerksamkeit auf den Wert der anderen zu legen. So, jetzt gucken wir mal, was da diesen Lärm macht und ob es uns umbringen will.
Ja, wie gesagt, die Mode in der Pädagogik. Oh. Direkt Bossfight. Die Mode in der Pädagogik ist positive Belohnung. Also für alles, was man macht, das sieht mir sehr nach der Undead Legion aus. Unser erster Hauptbossfight. Und soweit ich den Aufbau bislang gesehen habe, also an dem Crystal Sage kam man nicht vorbei, da musste man durch, aber der Baum und jetzt die Deacons in der Kirche waren komplett optional. Da hätte man es auch sparen können. Die haben Items abgeworfen, aber waren jeweils in Sackgassen. Aber das hier ist jetzt tatsächlich Plot. Ordentlich Schaden. Eieiei. Ja, das dachte ich mir, dass man dazu kommt. Wie gesagt, im Vorspann waren es ja. Da ging schnell. Im Vorspann waren es ja 5. Es ist lang leider oder. Zum Glück, wenn man auf Herausforderungen steht, ein bisschen so aus wie der Kampf der Four Kings, aber mit mehr Tempo. Das war ja im ersten Spiel so, dass der Kampf mit den Four Kings, man hatte erst einen und wenn man den nicht schnell genug erledigt hat, dann kam sie ja bald ein zweiter dazu. Und wenn man dann immer noch nicht irgendwie Hand und Fuß bewegt bekam, eventuell auch noch ein dritter und vierter. Und ich fürchte ein bisschen, dass das hier jetzt ähnlich ist. Die andere interessante Frage ist, und das riskiere ich jetzt, denn ich habe auch gesehen, Ember kann man nachkaufen. Ich bin bislang ein bisschen geizig mit meinen Embern, aber die sind zumindest im gewissen Rahmen eine nachwachsende Ressource. Und wenn wir jetzt hier Hilfe bekommen können durch diesen Ember beim Bossfight, dann nehmen wir das doch mal in Anspruch. So, jetzt müssen wir die beiden hier mal sich durcharbeiten durch die Türsteher. Das ist ein bisschen lästig, weil man das jetzt jedes Mal, wenn man zum Bossfight will, man kann natürlich wahrscheinlich einfach durchrennen, während die sich da bekriegen, aber ganz ideal ist das nicht, weil wenn das nicht klappt, wenn man versehentlich beim Vorbeirennen einen drüber kriegt, kommt man schon mit verminderter Health da an. Weniger von denen als vorhin. Auch interessant. Genau hier rechts rum. Das war jetzt dumm, das hat uns einen Ember gekostet. Ich habe vergessen. Ich muss schauerweise vergessen, nach dem Summon Sign zu gucken. Da opfere ich jetzt einen Homeward Bone, um das rückgängig zu machen. Das wäre Verschwendung eines Embers, weil. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt besiegen kann, weil so wie ich dieses Spieldesign kenne, wird das ja so sein, dass der Fight dann irgendwann nach einem Drittel oder der Hälfte der Health der Gegner, wenn die weg ist, wird sich noch mal komplett, werden sich nochmal komplett die Regeln ändern. Das heißt, da wird dann in der Regel gestorben. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt hier auf Anhieb durchkommen. Das mit dem Summon sein heißt aber natürlich auch, dass wir leider nicht durchrennen können, sondern jetzt erstmal tatsächlich hier in aller Ruhe ausräumen müssen. Mal erstmal vorbeigehen. Wenn die vorbei sind, gehe ich hier rechts rum. Diese Summon Signs sind ja gerne auch mal ein bisschen versteckt.
Vorteil dieser Strategie ist, dass ich jetzt alle Seelen wieder habe. Also, so ein mittlerer Vorteil, weil ich muss ja eh da rein und wahrscheinlich nochmal sterben, aber im Moment habe ich sie wieder. 10.000. Nicht ganz wenig, aber auch nicht super viel. Wo bleiben denn die beiden Knights? Wenn man vom Teufel spricht. Ja, ich glaube, da bin ich gerade von irgendwelchen Gegnern rüde unterbrochen worden. Ich habe die ganzen Aufwertungs-Items verwendet. Falsches Item eingestellt. Und das Shrine Bonfire mit meinen Bone Shards aufgewertet auf plus 3. Deswegen ist das jetzt, das habe ich mittlerweile auch rausgefunden, die Estus-Flasche ist aufgewertet. Das heißt, die hat jetzt nicht mehr Füllungen, sondern die einzelnen Füllungen machen mehr Heilung. Ich hatte aber auch noch einen Estus-Shard, deswegen hat die jetzt von Anfang an 9 Füllungen und jede einzelne Füllung macht mehr Heilung als vorher. Das heißt, wir haben jetzt massiv mehr Health zur Verfügung. Wenn wir das gemanagt kriegen während des Kampfs, wenn die zu mehreren sind, bringt uns das nichts, weil die dann aus allen Seiten, von allen Seiten auf uns einschlagen und dann ist die Health so oder so weg. Das andere, was ich noch erzählen kann. Ich sehe kein Summons sein nirgendwo. Auf dieser Seite. Müssen wir auf der anderen Seite gleich noch gucken. Kommt wer? Uff. Da schwindet der Estus dahin. So, die zwei Kameraden haben wieder den Dark Knight platt gemacht. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass man ausgerechnet zu Ferens Undead Legion jetzt hier keine Hilfe bekommen kann. Das mag ich nicht glauben. Hier ist was. Hier glänzt es doch, oder? Nee. Leider nein. Das ist natürlich eine offene Frage, wie weit wir zurück müssen. Aber das kommt mir zu weit vor, das glaube ich nicht. Ich würde es in diesem Bereich hier erwarten irgendwo. Tja, sieht aber schlecht aus. Mal, das ist der erste Hauptgegner in diesem Spiel. Vielleicht müssen wir den auch tatsächlich alleine. Ach, da ist es. Da ist es. So, einer von euch reicht. Genau, sehr gut. Okay, das hat uns jetzt 3000 Seelen eingetragen. Jetzt haben wir schon fast wieder genug, aber nicht ganz, für einen Blackhand Gotthard. So, wieder ein bisschen vergebenen Hoffnung, vermutlich. Das hat uns eine Geste eingetragen, dass wir den herbeigerufen haben. Ja, sonst sehe ich nichts. Interessant.
Interessanterweise sehe ich vor allem sonst keine Spieler-Signs, die es normalerweise überall gibt. Ich weiß nicht, ob ich dafür was falsch mache. Ich habe auch letztes Mal erst entdeckt, dass der Grund, dass ich niemandem, keinen Spielern helfen kann bei Schlussgegnern. Also, dass ich nicht weiß, wie man diese Signs niederlegt, mit denen man sich anbietet als Hilfe. Lag daran, dass ich das Ding einfach nicht gekauft habe von der Handmaiden, mit dem man das macht. Den habe ich jetzt, das können wir dann nochmal gelegentlich machen, aus Spaß, damit wir das auch mal... So, okay. Also, wir werden jetzt nicht mehr über Lernen reden, das sehe ich schon, sondern wir werden es zusehen, dass wir Fairness in der Legion herkriegen. Tot. Das ist der nächste. Ah, hört doch auf! So ein Scheiß. Also, ich hab's noch nicht verstanden. Immer wieder bin ich Sekunden, also mehrere Sekunden lang, unbeweglich. Also extrem frustrierend ist in solchen Spielen. Grenzt an positive Bestrafung, die Zufügung einer unangenehmen Sache. Die andere unangenehme Sache ist, dass der Weg dahin schon so nervig ist. Mein lieber Schoddy. Also wir gehen mal auf jeden Fall mal rechts rum. Das scheint so gedacht zu sein. Das wäre viel leichter als durch die Mitte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das die Dynamikänderung bei Reduktionen der Härte. Die waren ja schon relativ weit runter mit der Härte. Ja, das schien das Tempo ja ziemlich anzuziehen in diesem Kampf. Kann aber auch einfach Pech gewesen sein. Vielleicht werden die manchmal ein bisschen... Der mit einem blöden Schild. Die Seelen wieder da drin, ist auch nicht so ganz ideal. Aber das Summon Sign nochmal. Und wo bleiben denn die Knights? Was lassen die sich denn so ewig Zeit? Gar nicht heraufgekommen. Was hat's denn damit? Könnte das das Summon sein? So, mal hier mit ein bisschen Technik vorgehen. Dark Knights passiert ist, aber lassen wir das mal dahingestellt. So, Gotthard. Jetzt aber. Jetzt lass dich nicht von den anderen ablenken, sondern komm hier hin. Das ist immer das Problem, wenn man diese Computerhilfe sich holt, dass sie gerne mal sich verzettelt.
Ja, die für die Frustration interessante Frage ist ja, welche Bestrafung, Belohnung ist die bessere? Und wodurch lernt man mehr? Und ich glaube auch gar nicht, dass es da drauf eine Universität. Zweite. Und der wird vermutlich noch mal sterben. Nur mal sehen. Der Helfer ist ja auch noch dabei. Leicht, aber nicht ganz so schwer wie befürchtet. Dank der Hilfe auch alleine. Also das ist ja die Mechanik, ich gehe davon aus, auch da wieder, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, ich komme ja vor wie eine gesprungene Schallplatte, aber auch da wieder gehe ich davon aus, dass das beibehalten wurde von Dark Souls 1. Wenn man sich Hilfe holt zu so einem Kampf, dann führt das dazu, dass die Bosse, die man da bekämpft, stärker werden. Das heißt, wenn ich alleine hier reingegangen wäre, wäre der Kampf derselbe gewesen, aber die hätten weniger Health gehabt. Vielleicht auch weniger Schaden gemacht, das weiß ich nicht, wie das genau funktioniert. Aha, ich wollte mich gerade schon beschweren, dass es aussieht, als wäre es eine Sackgasse, aber es ist dann doch kein Skeleton. Am I ready? I don't think I'm ready. Wir haben auf jeden Fall genug Seelen, um ein Level zuzulegen. Ich bin umgestiegen auf das Aufwerten von Strength, weil ich jetzt mittlerweile ein ganzes Arsenal von Waffen und einen Riesenhaufen Titanite Shards habe. Und um das mal einsetzen zu können, werde ich jetzt die Strength so weit aufbauen, dass ich auch mal ein paar von diesen Waffen ausprobieren kann. Ein paar von den Great Swords und ähnlichem. Wir bauen hier ja eine Nahkampffigur. Ganz offensichtlich hat sich so ergeben.
ist immer der leichteste Weg, wie gesagt. Very well. Then touch the paper. Das very well lässt sich immer sehr viel Zeit. Gut, es reicht nur für ein Level. Dann soll es so sein. Es sei denn natürlich. Farewell, Ashen One. May the flames guide. Das ist also ein bisschen Zeitverschwendung. Wenn man diese langatmigen, immer gleichen Bemerkungen anhören muss. Jetzt haben wir unsere Soul Items. Ja, das sollte doch dann noch ein Level ergeben. Very well. Then touch it. Ah, komm! Was sollen denn diese endlosen Pausen? So, 23. Kann man direkt mal. Was ist das? Nix für Hektiker. Ja, gucken wir einfach mal, was jetzt da sind. Einige X jetzt weggefallen, das sehe ich direkt optisch. Hier ist 24, das kriegen wir dann nächstes Mal, das Butcher Knife. Ich weiß nicht, ob das interessant ist. Das Ultra Great Sword ist immer noch 28, das dauert noch ein bisschen. Executioner's Great Sword, das können wir schon lange benutzen. Ja, ob das mit dreimal Aufwerten hier an die 205 rankommt, bin ich skeptisch. Claymore, die gab es bei dem Drachen. Das war eins der Items, die man nach dem Verjagen des Drachens da ernten konnte. Ja, also ich sehe jetzt hier noch keinen Grund zu wechseln. Das vielleicht, 149, das könnte natürlich... Hier sind wir aber schon bei 238 mit Strength Scaling. Und es könnte sein, ich habe mindestens ein Large Titanite Shard. Ich weiß noch nicht, ob ich es für die Flamberge ausgeben sollte. Weil ich schon davon ausgehe, dass wir irgendwann auf eine andere Waffe umsteigen. Demnächst. Das ist ja bei diesen Spielen dann meistens so, dass man irgendwie so auf halbem Weg genug Fake-Fortschritt gemacht hat, dass man dann die besseren Waffen anlegen kann. Mal gucken wir mal schnell, wie das mit den Titan-Shards ist und was das überhaupt für Maschinen machen will. Wir können natürlich auch mal gucken, Infuse Weapon, wenn wir schon mal hier sind. Und da ist sie. Was können wir mit der machen? Okay, wir haben die Seelen nicht, daran scheitert es jetzt erstmal, aber man kann schon mal gucken. Was es mit diesen Infusions eigentlich auf sich hat. Okay, die verändern. Was man hier unten sieht beim Attribute-Bonus auf der rechten Seite, in der zweiten Zeile von unten, ist, wie sehr meine Eigenschaften den Damage beeinflussen, den die Waffe hat. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel aus der Heavy... Ist das... Moment, habe ich die schon infused vielleicht? Weil Heavy... Ah ne, das ist im Moment eine Flamberge und wenn ich da eine Heavy Flamberge draus mache, dann würde der Stärkebonus von D auf C erhöht. Und das sieht man dann oben bei den Attack-Power-Eigenschaften, dass das aus dem Bonus für Stärke von 33, den ich im Moment habe, einen von 55 machen würde. Das heißt, das ist mal oder zwei Drittel drauf. Und das ist natürlich, wenn ich dann die Stärke weiter aufbaue, dann wird die Waffe damit auch immer stärker, weil sie dann mit C skaliert mit Stärke. Das hier ist sogar noch besser, Sharp, das skaliert dann mit Dexterity. Und das ist jetzt schon deutlich mehr, 48, da sind wir zwar jetzt im Moment, das würde dann von 238 auf 240, also fast keinen Unterschied machen. Aber dadurch, dass das mit Dexterity so auf C skaliert,
heißt das, dass jeder Aufstieg in Dexterity die Waffe viel stärker macht. Und das teilt dann die Damage auf in Magic und physischen Schaden. Und ist generell schon mehr. Also ich neige dazu, das noch ein bisschen aufzusparen, bis wir sehen, was unsere nächste Waffe wird, die wir dann vielleicht bis ziemlich spekulieren, so ein bisschen hier auf dieses Ultra Greatsword. Dann müssen wir noch 4 Stärkepunkte zulegen, dann können wir das benutzen. Und ich vermute mal, wenn wir das dann aufwerten, das hat im Moment minus 59, weil wir noch 4 Punkte unter der Stärke sind, nehme ich an. Aber das heißt dann, wenn das irgendwie linear ist, würde das ja heißen. Achso, ich wollte noch gucken. Ich noch irgendwelche. Kann eigentlich nicht sein, weil ich das gerade erst gemacht habe. Okay. Gut, genug Zeit vertändelt im Firelink Shrine. Was ich hier auch erfahren habe übrigens, ich habe die beiden, jetzt kann ich nicht mehr gucken, ist aber egal. Doch, kann wieder gucken. Die standen. Ich sehe sie jetzt nicht mehr, vielleicht sind sie umgezogen, vielleicht sind sie jetzt auch wieder weg. Das ist ja bei Dark Souls gerne die Mechanik, dass wenn man einen Boss besiegt hat, die ganzen Figuren, wie so Schachfiguren, dann einmal übers Brett geschoben werden und sich woanders hin bewegen. Die beiden religiösen Pilger. Schrägstrich Söldner, die wir da unterwegs getroffen haben, haben mich informiert, dass sie auch versucht haben, Aldridge, den Saint of the Deep, zu finden und nur einen leeren Sarg vorgefunden haben und glauben, dass Aldridge in, ich habe vergessen, wie es hieß, in eine Stadt oder ein Tal, konnte nicht ganz folgen, irgendwohin umgezogen ist, und das wird uns jetzt wahrscheinlich erwarten als nächster Schauplatz, weil die sagten, das ist hinter Farron Keep. Und das ist ja, wir verlassen ja jetzt Farron Keep. Ja, gut, jetzt ist mal die ganze Aufregung hier ein bisschen abgeklungen, und die Frage, die ich in den Raum stellen werde, ich habe da keine Antwort drauf, aber die möchte ich in den Raum stellen. Dieses Spiel hier ist ja, wie gesagt, ein bisschen ein Ausreißer in der Welt der Computerspiele. Die meisten von denen arbeiten mit positiver Belohnung. Also wenn man sowas wie diese ganzen Facebook-Click, Point-Click-Spiele kennt, da wird alle 10 Sekunden ein angenehmes Geräusch eingespielt. Angenehm einfach nur, also angenehm eh schon durchs Design vom Geräusch, aber angenehm vor allem dadurch, dass man das sehr schnell assoziiert mit: Ich habe was geschafft, ich kriege eine Belohnung. Matt, die Nachrichten sind deutlich kryptischer als im ersten Teil. Also es steht uns keine... Could this be a cave? No illusory wall ahead. I don't understand what you're saying. Weit runter. Das ist auch ein Thema, das man sich bei Dark Souls 1, das man von Dark Souls 1 übernommen hat, dieser physische Abstieg. Man fängt an der höchsten Stelle an und dann geht es eigentlich fortwährend nur bergab. In Dark Souls 1 war das ja nicht so, da war die Sache ein bisschen komplizierter. Fing man irgendwo an und dann. Ich erzähle schon, das Necromancer Mechanik, das ist sehr lästig. Das heißt, hier treibt sich jetzt wieder irgendwo wahrscheinlich ein Necromancer rum, der die wiederbelebt. Shortcut ahead. Ja, hier kann man offensichtlich runter. Das ist aber nur was für Speedrunner und Leute, die sich schon im Level auskennen. Wer weiß, wo wir da landen und ob wir da die Seelen wieder bekommen. Sind ja jetzt wieder nicht so viele, aber muss trotzdem nicht sein. Eine Farbe. Haben wir ein Töpfchen mit Farbe gefunden. Ist er jetzt doch gestorben? Hm.
vielleicht doch ein bisschen anders. Im ersten Teil war es ja so, dass die Skelette, solange der Necromancer, mit dem sie assoziiert sind, noch lebt, immer wieder auferstehen. Und man deswegen schnell an denen vorbei muss und den Necromancer erstmal umbringen. Und dann funktioniert das natürlich anders. Das so lang aus. Okay, hier gab es jetzt auch schon Seelen. Ah! Das ist das Problem, wenn man nichts in die magischen Pfade investiert. Dieser Zauberstab ist im Moment weitgehend nutzlos, weil das fast keinen Schaden macht. Weil ich den schwächsten Zauberspruch aufgelegt habe und dann auch noch ein sehr schlechter Zauberer bin. Und ich glaube, man kann den Zauberspruch auch natürlich auch aufwerten. Das habe ich auch nicht gemacht. Den Zauberstab, nicht den Spruch. Ich fühle mich im Moment, als wäre ich ein bisschen übervorsichtig diesen Skeletten gegenüber, aber andererseits ist das bei diesem Spiel ja selten ein Fehler. Mhm. Kann man natürlich mal probieren, aber ich weiß nicht. Das Phantom hat uns empfohlen, hier Brandbomben zu werfen. Das führt aber nur dazu, dass der ärgerlich wird. Achso, der findet aber den Weg hierauf gar nicht. Ups, sind auch mehrere. Rätselhaft, was sie da unten eigentlich machen. Wissen die nicht, was Höhe ist? Jetzt hat er verstanden, was Höhe ist. Hä? Oder hat meine Konsole kurz noch einen Schluck aufgehabt? Das für Slapstick-Kämpfe. So, da war gerade der Bogenschütze. Oversight. Und dann zeigt er nach unten. Ich gehe ja davon aus, dass das eine Falle ist, aber was soll ich machen? Ich kann jetzt auch nicht hier runtersteigen. Typischerweise werden die Fallen ja ausgelöst, sobald man sich diesem Item nähert. Vielleicht können wir das ein bisschen entschärfen. Erstmal gucken, wie er hier so rumstapft. Ja, gut. Vielleicht ist es aber auch gar keine Falle.
Frolle. So, der interessante Spannungsbogen. Viel Inhalt kriegen wir jetzt ja hier nicht mehr unter. Das merke ich schon. Aber das möchte ich schon noch kurz loswerden. Das Design in der ganzen neumodischen Spiele ist auf positive Verstärkung ausgelegt. Also auf Belohnungen. Man macht was, man wird dafür belohnt. Meistens in einem ganz kurzen Zyklus, also alle 10 Sekunden wird man für irgendwas belohnt. Es poppt irgendwas auf und sagt, wunderbar, du hast wieder 3 Steine geerntet. Wunderbar, du hast wieder 3 Gurken geschossen. Weiter so. Auch deine Freunde applaudieren dir. Schick auch für ihn einen Applaus. Die ganze Zeit ist man in diesem Kreislauf aus Ego-Stärkung und Aufgaben lösen. Und wie gesagt, es gibt auch jede Menge Studien, die zeigen, dass das die beste Art ist zu lernen, wenn man positiv gestärkt wird. Und das wird ja in vielen pädagogischen Kontexten auch schon früher verbaut. Das ist ein bisschen nervig. Das ist nicht nur ein bisschen nervig. Das ist sehr nervig. Dass hier ein Gegner direkt hinter der Mauer steht und mich blockiert, wenn ich da die Mauer auflöse. Das muss doch nicht. Günther ist da hinten gerade wieder was auferstanden. Vielleicht auch nicht. Ja, was fange ich denn mit einem Pyromancy? Obwohl Pyromancy ist der andere. Den ich gar nicht so genau weiß, der sitzt, glaube ich, da im Firelink Shrine auf den Stufen der Pyromancer. Oder irgendwo unten im Keller. Jedenfalls ist das nicht die blinde Prinzessin, weil sonst wäre es ja auch ein in Brei geschriebenes Pyromancy-Turm. Das wissen wir ja schon, dass die Welt freundlicherweise Rücksicht auf die erblindeten Prinzessinnen nimmt. So, es gibt also dieses Spieldesign-Prinzip. Wenn jetzt vielleicht mal die Skelette aufhören könnten, mich abzulenken. Gleichzeitig ist es ja aber so, dass die Welt da keine Rücksicht drauf nimmt. Und das ist ja der Gegenstand der Story Challenge, dass es diese Rückschläge gibt, dass man unweigerlich mit Frustration zu tun hat in seinem Leben. Und dass wenn man immer und immer wieder gelernt hat, dass alles, was man tut, immer belohnt werden muss, dass jede kleinste Handlung immer mit einem Blalling Wonderful quittiert wird, dann ist man sehr schlecht ausgestattet, um damit fertig zu werden, wenn das Leben dann nicht so ist. Wenn das... Ah, da war der Shortcut, glaube ich. Da sind wir reingekommen und hier könnten wir also... Das können wir dann später mal machen. Und da ist auch, das können wir gleich mal merken, ein Skelett auf halber Höhe. Stufen nach unten, die gucken wir uns gleich an. Die von Stufen nach oben, die gucken wir uns direkt an. Aber erstmal noch alle Ecken ausputzen. Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt, wenn man diese Erkenntnis ernst nimmt, dass man gewappnet sein muss gegen Rückschläge und auch gewappnet sein muss dafür, dass man sein Bestes gibt, und es reicht aber nicht. Man hat all sein Talent, all seine Energie, all seine Konzentration in eine Sache geworfen und es geht trotzdem schief. Ist so. Wird immer so sein. Und ich glaube, dass das ein bisschen hinter dem Design solcher Spiele wie Dark Souls steht. Denn da lernt man, dass das so ist. Dass egal wie gut man das Spiel beherrscht, 5 Sekunden nicht aufpassen reicht. Und man wird
etliche Schritte zurückgesetzt. Es ist ja vergleichsweise gnädig dabei und es ist ja auch nicht so, dass Dark Souls keine positiven Belohnungen hat. Wie gesagt, die Geräusche, die man da jetzt gerade gehört hat, dieses Zischen, das immer mit einer Belohnung einhergeht, das sind ja auch so ganz primitive Stimulus-Schleifen, die einen bei der Stange halten, die einem immer wieder positive Dopaminausschüttungen verursachen, weil man auf einem ganz animalischen Level merkt, ah, die Welt ist zufrieden mit mir, ich bekomme jetzt positives Feedback, ah, gut gemacht. Das ist ja auch völlig legitim. Das klingt jetzt, als würde ich mich darüber lustig machen oder als fände ich das manipulativ, weit gefehlt. Das ist ja vollkommen legitim als Mittel. Und es ist aber halt ein positives Verstärkungsmittel, eine Belohnung, eine positive Belohnung. Und vor allem aber konfrontiert einen Dark Souls ja die ganze Zeit mit negativen positiven Strafen. So. Beziehungsweise auch mit negativen Strafen. Negative Strafen sind eigentlich, ich korrigiere das, eigentlich sogar überwiegend mit negativen Strafen. Das wird einem was weggenommen. Nicht viel. Man verliert nie Items zum Beispiel. Aber sowas. Man verliert 10 Minuten Fortschritt durch was, was man unter keinen Umständen vorhersehen kann. Was einfach passiert. So wie das Leben einem einfach passiert. Man geht irgendwo eine Treppe runter und dann kommen von hinten zwei Skelette und ein riesen rollender Stein. Wer kennt es nicht? Passiert. Und dann nimmt einem Dark Souls nicht viel weg und es nimmt einem ja vor allem das nicht endgültig weg, sondern jetzt habe ich eine Chance, mich zu bewähren und aus der negativen Bestrafung eine negative Belohnung zu machen, indem ich mich da jetzt wieder hinwühle und das rückgängig mache. Ich kann es nicht ganz rückgängig machen. Was mir Dark Souls jetzt tatsächlich ja schon weggenommen hat, ist der Amber mal wieder. Und den lassen wir jetzt auch mal weg. Weil die Ember-Mechanik ja hauptsächlich wichtig wird am Ende. Eieiei. Das ist schwarz hier. Forsch reinzustürmen, werden wir auch gleich sehen. Wahrscheinlich ja nicht. Ich verstehe diese Gegner nicht ganz. Teleportieren die? Was sind jetzt hin verschwunden? Ist auf mich zugerannt und dann war er weg. Okay, das heißt aber, dass vorhin meine Xbox keinen Aussetzer hatte, sondern das gehört irgendwie zur Mechanik von diesen Skeletten. Dass die auf einen Zug rennen und dann verschwinden. Ich bin auch nicht 100% sicher, aber es kommt mir vor, als wären das jetzt weniger Gegner als vorhin. Shit! Nein! Ach, das gibt's doch nicht! So, da sind wir wieder. Das habe ich jetzt so schnell und direkt gesagt, weil die Aufnahme sie wieder ausgesetzt hat, weil wir wieder eine Stunde vorher gemacht haben. Und in den paar Sekunden, die Aufnahme ausgesetzt hat, bin ich auch direkt gestorben. Das heißt, die Seelen sind jetzt ist das die positive Bestrafung vollzogen, die sind weg. Aber wie gesagt, es waren eh nicht so viele. Gibt Schlimmeres. Eine ganz lustige Pointe ist, dass die weg sind, weil die Aufnahme beendet war. Das führt ja bei der Xbox dazu, dass das dann was an Pop-Up-Nachricht kommt. Und diese Pop-Up-Nachricht hat mich auch wirklich abgelenkt. Also ich wäre wahrscheinlich auch so gestorben, aber nee, die Nachricht hat definitiv nicht geholfen. Das gibt's doch nicht.
Himmel, Herrgott. Okay. Also, entsprechend ihrer Stärke schmeißen die auch wieder Titanite-Shards ab. Das ist ja ganz angenehm, aber die sind nicht ganz von Pappe. Deswegen hat der Mensch, den wir da gesehen haben, auch Bomben auf den geworfen. Anders als die kleinen Skelette hier. Hier sind diese große, deutlich ergiebigere Quelle von positiver Bestrafung. Pfeil. Mit diesem Pfeil. Ach nee. Naja. Das ist gar nicht. Dann organisch um die Folge zu beenden. Machen wir das Ganze dann zumindest mal. Das war die etwas wirre Folge mit den Abyss Watchers, mit Ferenc Undead Legion, die besiegt ist. Die wird nie wieder die Landstriche plagen. Ich weiß gar nicht, was Ferenc Undead Legion tut. Vielleicht sind das nette Leute. Vielleicht laden die einen normalerweise zum Tee ein. Und nur wenn man so wie ich, guckt mich mal an. Auf den würde ich auch losgehen, wenn der bei mir vor der Tür stehen würde. Also, wir haben sie platt gemacht. Vielleicht hatten sie es verdient, vielleicht hatten sie es nicht verdient. Wir wissen noch nichts von der Lore, buchstäblich. Außer, dass die den Abyss angucken. Wir wissen ja nichts von denen. Jetzt sind sie tot. Waren sie aber vorher wahrscheinlich auch schon. Dann waren ja die Undead Legion. Jetzt sind sie noch ein bisschen toter als vorher schon. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.